Hallo, ich bin's wieder, La Signora im Spind. Die Live-Übertragung mit all die Wahrheit und Geheimnisse übers Varieté. Es ist heute ein sehr, sehr anstrengender Tag. Ich habe zwei Shows, die ich bewältigen muss. Ich weiß, ich habe euch diesen russischen Artisten, aber er hat sich eingeölt. Außerdem kriegt man nur einen Oberarm rein. Also, was willst du machen? Nein, es ist sehr unübersichtlich, das Wochenende, weil man muss ja ständig... Die Uhrzeiten verändern sich. Heute spielen wir um 18 Uhr und dann nochmal um 21 Uhr. Morgen am Sonntag spielen wir um 14 Uhr zu Kaffee und Kuchen. Ich denke, nur Rentner und Kinder werden kommen. Ich muss mir noch irgendwas überlegen. Vielleicht werde ich Luftballons aufblasen und zu Tieren formen. Ich habe mir überlegt, vielleicht so eine Kellerassel. Kriege ich bestimmt hin. Nee? Naja, und damit ich den Überblick nicht verliere, wann, wo, welche Show ist, habe ich natürlich für meinen Spind auch einen Spindkalender. Den hat der Dirk Trachtenach mir per Post hier ins GOPS gesendet. Das finde ich wirklich sehr, sehr lieb von dir. Also Dirk, danke dafür. Es hängt auch hier im Spind, wenn ihr mal alle sehen wollt. Da ist das nicht ein Knaller. Hä? Das ist... ein Live-Foto aus der Show hat der Dirk auf Folie gedruckt und dann hier stehen die ganzen, seht ihr das, ich weiß nicht, ich muss das hier, da, so, die ganzen Tage, heute bin ich zweimal ran, morgen schon wieder, ne, das ist das Bild, mein Wasser, ich kann nicht mehr, kommt schon die erste Künstlerin schon wieder hier, die Artistin, die russische, die dünne, habe ich ja schon vorhin erzählt, ne? Die nie was isst, mein Gott, naja, aber es war für mich dann eben. So ist das. Das heißt, morgen sehen wir uns schon um 13 Uhr, weil ich muss ja um 14 Uhr wieder zum Maloch, also auf der Bühne. Ja, das Publikum ist, glaube ich, ganz nett. Also die freuen sich alle, sind ja keine geladenen Gäste, so wie eine Premiere, sondern wirklich sehr, sehr angenehmes Volk. Auch gestern wirklich durchschnittlich sehr einfach gestrickte Menschen. Also kriege ich hin. So, wie gesagt... ja, Bernd Ulrich, wo sind die Russen? Habe ich schon am Anfang dieser Reportage. Die sind eingeölt. Ich kriege sie nicht rein. Aber vielleicht mache ich ein schönes Foto. Ne? So, ich wünsche euch alles Gute. Ich muss irgendwie gucken. Das ist die... es ist ja so, die isst ja nichts. Aber wir kriegen ja alle hier was zu essen. Ich gehe jetzt mal gucken. Die hat den Teller doch bestimmt irgendwo liegen lassen. Jetzt habe ich noch so eine extra Portion. So, ich wünsche euch alles. Bis morgen. Ne? Und wenn ihr mir was schicken wollt, Rottstraße 30 in Essen, GOP zu Händen, La Signora, privat. Bis dann. Tschüss. Bis morgen, 13 Uhr.